Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Heute möchte ich euch eine Blu-ray-Neuveröffentlichung vorstellen. Dabei handelt es sich um die Tanz der Teufel 2 3-Disc Extended Cut und das Ganze in der Wood Edition. Und das gute Stück sieht so aus. Ja, am 24. ist die VÖ. Ich kann heute schon mein Unboxing machen, da ich ja schon bereits eine Presse-Vorab-Erscheinung habe. Und ich kann nur sagen, dass das, was ich gleich unboxen werde, wirklich toll ist und wirklich auch super geil rüberkommt. Ja, die Tanz der Teufel 2 Box ist komplett neu restauriert worden, komplett neu überarbeitet worden. Und hier kann ich ganz klar sagen, dass hier neue Maßstäbe gesetzt wurden an Restaurierung und absolut am Bildmaterial. Und auch die eigentliche Edition ist wirklich, wirklich toll gelungen. Ja, Tanz der Teufel in der sogenannten Wood Edition gibt es natürlich nicht nur mit dieser Holzbox, sondern auch als einzelnes Mediabook bei BMV Medien zu erhalten bzw. zu erwerben. Aber ich habe mich hier für die Wood Edition entschieden, weil jede Box natürlich ein Unikat ist und gerade diese Holzbox, die hier drum ist, ist eine Kieferbox und hat eine Kiefermaserung. Und jede Box, die ihr bekommen wird oder falls ihr die bestellt habt, diese Edition ist verschieden. Allein die Holzmaserung des Kiefernholz ist anscheinend, so wie der Hersteller sagt, jeweils individuell und verschieden. Und natürlich auch dann das sogenannte Branding, was da drauf ist, die sogenannte Beflammung, die natürlich auch wirklich ein Highlight ist und bei jedem anders aussehen wird. Ja, die Tanz der Teufel 2 Extended Cut Edition bzw. Wood Edition ist derzeit natürlich auf 2000 Stück limitiert und daher kann jeder, der diese Box abgreifen kann und abgreifen konnte, sich ganz klar Daumen hoch machen und sagen, toll, dass man so eine Box in seiner Sammlung hat. Denn ich bin der Meinung, dass so eine tolle Box auf jeden Fall in jede Sammler- oder Filmsammler-Schublade gehört, beziehungsweise ins Wohnzimmer. Und jeder Filmsammler sollte diese Box natürlich auch in seinem Besitz haben. Ja, was kann uns oder was erwartet uns bei Tanz der Teufel in der 3-Disc Extended Cut Wood Edition? Einmal haben wir natürlich ein Mediabook enthalten, das innen drin aussieht wie das Necronomicon. Von außen sieht es auch sehr toll aus, muss man ganz klar sagen. Dann, wie gesagt, dieses Mediabook hat 32 Seiten, inklusive natürlich die 3 Discs, die dort enthalten sind. Dann haben wir ein Poster von Tanz der Teufel 2. Wir haben ein, so wie ich das jetzt noch sehe, natürlich das Zertifikat, was die Echtheit eurer Tanz der Teufel 2 Box bestätigt. Und ja, ich glaube, das war es dann auch schon, wenn ich das mal so sehe. Aber die Box ist wirklich, wirklich ein Highlight. Was ich total cool finde, ist, dass man hier auch den Ton verbessert hat und natürlich auch das Bildmaterial. Und ich möchte natürlich diesbezüglich nicht vorab greifen, da sollte jeder sich sein eigenes Bild von machen. Aber ich finde diese Tanz der Teufel 2 Wood Edition wirklich, wirklich toll. Ja, und ich würde natürlich sagen, weil hier spukt es überall so hinter mir und ich bekomme auch eine Gänsehaut. Ich habe immer das Gefühl, dass hier so ein paar Geister um mich herum schwören, dass wir jetzt zu meinem Unboxing kommen von Tanz der Teufel in der 3-Disc Extended Cut und das Ganze in der Wood Edition. Viel Spaß dabei! Ja, wie ihr jetzt vor euch erkennen könnt, habe ich die Tanz der Teufel 2 Box in der 3-Disc Edition und in der Wood Edition aufgestellt und es fällt direkt auf, dass natürlich die Box ein bisschen klein ist. Wenn man gerade mal die Hand daneben stellt, ist sie wirklich nicht größer wie die Handfläche. Und daher ist sie eigentlich ziemlich klein. Aber da drin ist ja auch ein Mediabook verpackt und man hat natürlich die Umverpackung dem Mediabook von der Größe angepackt oder angepasst, damit das Mediabook da innen drin nicht so einsam und verlassen rumfällt und Knuffen verursacht. Also irgendwelche Sachen, die dann kaputt gehen könnten. Ja, wie ich schon erwähnt habe, hat diese Wood Edition natürlich eine eigene Maserung. Das hier sind diese Maserungen, wie man hier erkennen kann. Das ist natürlich explizit vom Holz, kommt das immer selber. Und die Beflammung ist hier oben das Schwarze mit Tanz der Teufel Aufschrift und natürlich die Beflammung, um das hier so ein bisschen in Szene zu bringen.
Auf jeden Fall sieht die schon mal sehr cool aus und zum Hinstellen, damit das Ding nicht entstaubt, ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Idee. Hier unten drunter unter diesem Pappflyer haben wir nichts, den könnte man auch theoretisch abmachen, lasse ich aber dran. Die Maserung von der Seite sieht auch so aus hier, also man hat hier schon verschiedene Maserungen drin, beziehungsweise auch die Beflammung. Wenn man hier sieht, wurde die Box natürlich wirklich extra zusammengezimmert, extra dafür gemacht als kleine Schublade und sieht wirklich super aus als Fach und auf jeden Fall ein Hingucker. Ja, ich hatte ja bereits schon erwähnt, dass die Wood Edition eine 3-Disc 25 oder eine 3-Disc Extended Cut Version hat, diese 25th Anniversary Edition. Man, ich hab's immer ein bisschen mit Englisch gerade heute. Und in dieser Extended Cut ist erstmals die 3 Minuten längere Filmszene drin als damals in der Uncut-Fassung. Ich kann das mal rannehmen. Ihr seht hier auch eine Laufzeit von 84 Minuten und der Extended Cut geht 87 Minuten und auf der DVD sind nochmal 81 Minuten. Was ich sehr schade finde, ist leider, dass wir hier in Deutsch keine Dolby Digital 5.1 Tonspur haben, aber dafür in Englisch. Und natürlich in Deutsch eine, ich denke mal, 2.0 Monospur ist das noch oder eine 2.0 Digitalspur. Das kann ich jetzt noch nicht so ganz sagen. Müsste ich mich erstmal reinlesen und nochmal reinschauen. Ja. Und ich packe das Ding einfach mal aus, damit ihr mal seht, was da alles drin ist. Den Deckel können wir auch übrigens sehr schön rausschieben. Der ist komplett reinschiebbar und hier ist natürlich auch eine Fassung, wo man das reinschieben kann. Von hinten unspektakulär, auf jeden Fall komplett praktisch schon weiß. Ich lege es mal auf Seite. Ja, hier kommt auch direkt schon das Evil Dead Poster zum Vorschein. Es ist nicht sehr groß, das ist eigentlich alles, ist aber trotzdem für die Edition ein tolles Poster, sieht auf jeden Fall richtig toll aus. Hinten drauf haben wir nichts. Achso, doch, Entschuldigung, Quatsch, natürlich, das Ganze nochmal in schwarz. Mein Gott, jetzt habe ich mich aber vertut hier. So, aber wie gesagt, nochmal in schwarz und das war's dann auch. Ein Wendeposter, genau. Ja. Wem das natürlich in weiß nicht gefällt, kann es rumdrehen, genauso wie auch umgekehrt. Das war's. Legen wir das Poster mal auf Seite. Ja, dann kommen wir zu dem Zertifikat. Ich habe ein sehr hohes Zertifikat, 1534. Das ist das Originalzertifikat von 2000 Stück. Hier könnt ihr auch nochmal sehen, das ist die Limited Wood Edition 2013 von Tanz der Teufel 2. Hinten hat man das normal nochmal bedruckt, finde ich auch sehr gut. Das ist nicht weiß, macht das Ganze noch ein bisschen schöner und sieht auf jeden Fall auch besser aus. Ja, wir haben hier einen etwas stärkeren Karton oder Kartonpapier, was hier verwendet wird, also es knickt nicht direkt weg. Also auf jeden Fall Zertifikatsnummer 1534, trotz Presse Blu-ray, keine Ahnung, ist halt so. Ja, der Unterschied zur Presse Blu-ray und zu der normalen Edition ist, es gibt keinen. Wusste ich auch nicht, ich habe heute eine E-Mail bekommen und deswegen hat man mir das auch gesagt, dass ich auch diese Edition behalten darf. Ja, kommen wir zum eigentlichen Mediabook, was natürlich hier drin ist und das finde ich richtig, richtig Porno. Das Mediabook sieht so aus und wenn man das mal hier anfasst, dann hat man das Gefühl, man fasst ein Lederbuch an. Also das ist wirklich hochwertiger Kunststoff, ein hochwertiges Mediabuch und natürlich haben wir auch hier drum einen kleinen, eine kleine Pappbanderole. Ich werde sie mal rumdrehen. Hier haben wir eigentlich dasselbe nochmal drauf, was ich eben schon vorgelesen habe. Auf der Rückseite der Schachtel und daher würde ich das jetzt nicht nochmal lesen. Das ziehen wir einfach ab und dann kommt natürlich auch das Mediabook zum Vorschein und wie gesagt, die Verarbeitung ist richtig klasse. Hier haben wir sogar eine Art 3D-Schriftzug. Hier haben wir draufstehen Remastered, wenn ihr das lesen könnt. Und der 3D-Schriftzug ist geprägt hier drauf auf diesen, ja, das ist glaube ich so eine Art Kunstleder oder ganz tolles Kunststoff. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an und es ist sehr hochwertig verarbeitet. Also muss ich sagen, ist das hochwertigste Mediabook, was ich bisher in den Händen gehalten habe. Ich hatte noch nicht viele in der Hand, aber das hier ist vom Anfassen auf jeden Fall das Beste bisher. Ja, von hinten unspektakulär so marmoriert. Ich hätte mir noch gefreut, wenn man hier wirklich den,
das Necronomicon von außen gemacht hat oder hätte, wäre natürlich auch noch ein Hingucker gewesen mit dem Necronomicon, aber na gut. Ja, hier haben wir den Hauptfilm natürlich in der Blu-ray-Fassung und hier haben wir die ganzen Necronomicon Buchseiten, insgesamt 32 Stück. Auf jeden Fall sehr tolles Papier, es glänzt und es ist beschichtet. Also es fühlt sich an wie ja schon so eine Art Plastikpapier. Ne? Also ganz hochwertig und wirklich, man sieht auch die Nähte hier nicht. Das ist super verarbeitet. Also kann man echt nur sagen, das ist richtig toll. Und die Bilder von innen sind auch super gemacht worden. Ganz, ganz große Klasse. Hier nochmal das Team, Besetzung, Infos zum Film. Ja, also Wahnsinn. Regie, Sam Raimi und so. Hier stehen auch mal alle Hauptdarsteller. Bruce Campbell, Sarah Barry und so weiter und so fort. Ja, Herstellung 1987, Prequel, deutsche Erstaufführung und so weiter. Das kann man hier alles nachlesen. Produktionsnotizen, finde ich cool. Spezifikationen der Blu-ray, finde ich auch sehr geil, dass man das mit hier eingearbeitet hat. Und dann geht es auch direkt weiter wieder mit dem Necronomicon. Also super geil, muss man echt sagen. Ich bin hellauf begeistert von dieser Box. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Tolle Zeichnungen. Und auch wie gesagt, es fühlt sich richtig klasse an. Ne? Hier haben wir nochmal den Bruce Allmächtig. Ja, das Necronomicon nochmal abgebildet. Wie gesagt, in dem Style hätte ich mich gefreut, wenn das Buch hier oder das Mediabook erschienen wäre. Aber leider haben wir das nicht. Ja, und hier haben wir nochmal die DVD. Und hier hinter haben wir die Extended Cut. Ich kann aber mal kurz... Na, geht's raus oder geht's nicht raus? Ich muss mal hinlegen. Einmal kurz hier rauslegen. Ja, geht raus. Hier auch nochmal kurz... Muss man hier ein bisschen... Und da haben wir hier nochmal ein Hintergrundbild. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Auf jeden Fall super sieht das aus. Und hier natürlich, hier vorne haben wir das auch, das Hintergrundbild. Jetzt muss ich erstmal gerade gucken, wo man hier die Disc nochmal rausmacht. Die ist nämlich hier an der Seite. Achso, die hat das anders. Und hier ist nochmal ein Totenschädel, wenn ihr das sehen könnt als Hintergrundbuch. Also, alles in allem, tolle Box. Sieht richtig, richtig geil aus. Und ganz tolle, hochwertige Verarbeitung vom Necronomicon. Buch, auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Hier auch die Mechanik um die, ach jetzt habe ich es auch raus, jetzt habe ich es auch verstanden, wie man es reinklickt. Man muss es reindrücken und dann geht es auch raus. Ja. Vorführeffekt nenne ich das. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil und kann ich definitiv nur empfehlen. Tanz der Teufel 2 in der ja, Wood Edition mit Zertifikat und so weiter und so fort. Damit gebe ich zurück ins Studio. Ja, herzlich willkommen zurück bei mir im Studio. Und das war mein Unboxing zu Tanz der Teufel 2 in der sogenannten Wood-Edition. Und ja, ob man diese Edition jetzt für 50 Euro kaufen muss und haben muss, ist natürlich immer fraglich. Und da seid natürlich ihr selber gefragt, ob ihr das dafür ausgeben möchtet. Meine persönliche Meinung ist, 15 Euro weniger würden es auch tun und trotzdem würde die Firma oder das Label oder der Vertrieb noch richtig Geld damit machen. Ja, man darf aber nicht, man muss aber bedenken, dass diese Box wirklich nur auf 2000 Stück limitiert ist und damit wird natürlich Kasse gemacht. Trotz alledem sage ich ganz klar, Tanz der Teufel 2, Daumen hoch, klare Kaufentscheidung, Verarbeitung, Optik, Design, Bild, Ton wirklich gut. Trotzdem, dass wir keine Dolby 5.1 Spur haben in Deutsch, ist der Ton auf jeden Fall für so einen alten Film wirklich, wirklich gut gelungen. Ja, im Endeffekt kann ich mehr nicht mehr sagen. Und diese Box gehört auf jeden Fall in jedes Sammlerregal. Und gerade die Leute, die Tanz der Teufel oder die Tanz der Teufel-Reihe sehr lieben, sollten sich diese Box auf jeden Fall auf Blu-ray kaufen. Ich habe es auch getan, beziehungsweise ich habe mich auch für diese Box entschieden, weil ich sie klasse finde. Und ja, das war mein Unboxing zu Tanz der Teufel 2. Und hiermit verabschiede ich mich jetzt. Bleibt gesund und wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing. In diesem Sinne, ab in die Rinne, haut rein. Euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao, macht's gut. Ciao.